Ab wann lohnen sich Telematiksysteme für den Unternehmer? Worauf wir eingehen wollen, der Titel verrät es eigentlich schon. Was muss ich beachten? Was bin ich für ein Unternehmen? Wann sollte ich mir wirklich mal überlegen, vielleicht Telematik einzusetzen, wenn ich sie nicht schon habe? Dazu habe ich insgesamt 4 Herren. Der Herr Kuros leider ist etwas verhindert, konnte heute nicht mehr teilnehmen. Aber Herr Jochen Linden, Geschäftsführer der NAV-Konzept GmbH, ist hier. Sowohl als auch Ulrich Rechtsteiner, Geschäftsführer der Arealkontrolle GmbH, und Herr Andreas Kirchheiner, Geschäftsführer der AIS Advanced Infodata Systems GmbH. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Um zu erklären, wie wir überhaupt hierzu gekommen sind. Die Telematikbranche bietet eine Vielzahl an Lösungen. Besonders im Bereich der Fahrzeugtelematik sind die Anwendungsfelder sehr weit und mittlerweile gibt es für fast jedes davon eine entsprechende Lösung. Wenn sich ein Fuhrparkbesitzer dazu entschließt, Telematik einzusetzen, kann er aus einer Vielzahl von Anbietern und Lösungen wählen. Heute wollen wir aber auf die Grundlagen eingehen, was kommt vor der Entscheidung? Was führt zu dieser Entscheidung? Wann sollte investiert werden? Inwieweit hat sich die Branche weiterentwickelt? Und mit welchen Einsparungen kann man rechnen? Und da starten wir direkt mit diesem Punkt. Sie alle entwickeln Telematik zur Optimierung vom Fuhrpark bzw. allgemein zur Prozessoptimierung. Ab welcher Flottengröße, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, ich habe vielleicht 5, 6 Fahrzeuge, ab welcher Größe denken Sie, dass sich Telematik lohnt? Oder sagen Sie, das hängt überhaupt gar nicht damit zusammen? Herr Linden. Ja, also 1, 2, 3? Ja. Ja, also ich glaube, die Fahrzeuggröße oder die Fuhrparkgröße spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, brauche ich Transparenz im Unternehmen, im Fuhrpark. Es gibt Unternehmen, die haben einen Fuhrpark von 20, 30 LKWs oder Fahrzeugen. Die wissen genau, die sind so eng geplant, was die tagsüber machen. Da kann eigentlich gar nichts schief gehen. Mhm. Bei anderen Unternehmen ist es so, die haben vielleicht nur 1 oder 2 Fahrzeuge, müssen aber wissen, wo ist das Fahrzeug gerade, wo kann ich den danach hinschicken, was kann ich heute noch mit dem Fahrer oder dem Fahrzeug bewegen. Und in dem Moment ist es halt wichtig, Transparenz zu schaffen. Und wenn ich Transparenz benötige, muss ich eine Telematik einführen. Herr Rechtsteiner, gibt es vielleicht noch andere Faktoren, die ein Unternehmen fast schon dazu zwingen, Telematik einzusetzen, um wirklich dementsprechend der Anwendungsbereiche zu funktionieren? Ja, da ist ab 1. Januar diesen Jahres zum Beispiel das Mindestlohngesetz zu nennen. Denken Sie an Handwerks- und Serviceflotten. Sie haben Mitarbeiter, die nach Stunden bezahlt werden und Sie müssen im Folgemonat, ähnlich wie die Umsatzsteuervoranmeldung, bis zum 9. oder 10. quasi nachweisen können, dass Sie eine ordentliche Stundenerfassung haben. Mhm. Und da kann die Telematik oder ist die Telematik hilfreich. Wir merken das seit Januar, dass insbesondere im Bereich Handwerk und eben Service, denken Sie an Reinigungsdienstleistungsunternehmen, die Nachfrage hochgeht, weil die alle ein Problem haben, wenn die das heute noch manuell machen. Und mit der Telematik können sie es, ob über Apps oder Hardware, letztlich automatisieren und haben per Knopfdruck ihre Auswertung. Okay, das heißt, man kann sich in dem Punkt einig sein, dass es überhaupt nicht von der Fuhrparkgröße an abhängt, ob ich Telematik brauche. Es ist wichtig, ob ich meine Prozesse wirklich wissen will, ob ich wissen will, was passiert in meinem Unternehmen. Das war halt auch eine der wichtigen Fragen, wo sich viele mit der Investition sich halt nicht ganz sicher sind, ob das da überhaupt sich lohnt für die. Aber man muss ja nicht auch gleich 40.000 Euro investieren. Herr Kirchheiner, Sie wollten noch was sagen? Ja, ich wollte zufügen, ich sehe es genauso, dass es gibt keine Fahrzeuggröße, ab wann es sich lohnt. Eine Flotte mit 20 Fahrzeugen, da lohnt es sich auf jeden Fall, mit 200 Fahrzeugen auf jeden Fall, aber auch mit einem einzigen Fahrzeug, mit den komplexen Abläufen, die wir heute haben, da lohnt sich Telematik. Die Frage, insbesondere früher, war vielmehr, kann sich der Unternehmer oder das Unternehmen eine Lösung leisten und kann sie die Komplexität bewältigen? Und in der Vordiskussion, die wir eben gerade hatten, waren wir uns alle einig, dass gerade Unternehmer mit 3 Fahrzeugen oder sowas oft nicht zurechtkommen mit der Komplexität der modernen Telematik. Das wird sich aber ändern. Früher mussten wir ja Client-Server-Installationen, richtige Installationen beim Kunden machen, was in der Regel nur ab 20 Fahrzeugen ging, weil die dann sonst gar keine Infrastruktur hatten. Heute werden ja
Weblösungen gemacht, die installationsunabhängig sind, und es wird immer mehr Richtung App gehen. Eine App, was man kann nicht installieren muss, man muss nicht ein Gerät kaufen und einschicken. Und deswegen wird sich das wandeln, und ab heute würde ich eigentlich sagen, dass jeder, ein Unternehmer mit einem Fahrzeug, kann gewinnbringend Telematik einsetzen, ohne eine Investitionshürde zu haben, die nennenswert ist. Jetzt haben wir gerade die Fahrzeuge schon angesprochen, wenn es mehr als ein Fahrzeug sind, wenn es 10, 20 Fahrzeuge sind, kommen wir nämlich damit zum nächsten Punkt, wenn das unterschiedliche Hersteller sind. Es gab vor einigen Jahren noch die ersten Telematikanbieter, beispielsweise von Fahrzeugherstellern, die nur für ihre Fahrzeuge funktionierten. Ist das noch auch heute in manchen Situationen noch sinnvoll, diese herstellergebundenen, also fahrzeuggebundenen Telematiksysteme, oder ist das komplett ein Relikt vergangener Tage? Herr Linden? Ich denke, das ist kein Relikt der vergangenen Tage, weil immer mehr Fahrzeughersteller halt heute die Telematiksysteme verschenken. Jetzt ist das natürlich sicherlich für Unternehmen aus dem Mittelstand sehr schwierig, ihre Systeme zu verschenken, weil die halt davon leben. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, es ist ganz klar auch Marktöffner. Weil dadurch, dass die Systeme verschenkt werden, verbaut werden, befasst sich der Nutzer damit und erkennt, wie wichtig es ist, Telematik einzusetzen. Und dann kommt aber da auch irgendwann sehr schnell der Punkt, wo er sagt, es ist schön, aber es ist gar nicht auf mich zugeschnitten. Und da tun sich die Herstellersysteme sehr, sehr schwer, Individuallösungen für die Kunden zu bauen, zu konstruieren, zusammenzustellen. Und da ist natürlich dann wieder der klassische Telematikanbieter, der damit sein täglich Brot verdient, wieder im Vordergrund. Und ich denke einfach, es ist okay, dass die Systeme ab Werk verbaut sind und auch kostenfrei. Ganz kurz. In unserer letzten Gesprächsrunde, da hatten wir, ist der Herr Jens-Uwe Tonne von der Coupling Group, hat angesprochen, dass er davon ausgeht, dass die Telematikanbieter in wenigen Jahren oder in einigen Jahren die Daten direkt von den Fahrzeugherstellern bekommen. Dass der Anbieter keine Hardware mehr im Fahrzeug verbauen muss, sondern dass die Fahrzeughersteller diese selbst auslesen und dann über eine gewisse Gebühr beispielsweise zur Verfügung stellen. Was ist das? Würde Ihnen das die Arbeit erleichtern? Das gibt es ja schon mit der FMS-Schnittstelle, und das hat ja nicht funktioniert. Das ist eine Einheitlichkeit, die nicht einheitlich ist. Aus meiner Sicht ist das schon im ersten Versuch gescheitert. Wir holen die Daten direkt vom CAN-Bus, und nur so geht es, weil das Protokoll uneinheitlich ist. Politisch, glaube ich, werden die Hersteller sich schwer tun, das zu machen. Die werden sich am Teufel tun, das Geschäft wegzuschenken. Das ist ja auch eine Marktmacht. Ausübung, was die Hersteller sich leisten, indem die Kunden dazu zwingen, mit Mercedes 60% Marktanteil, zwingen, diese Telematiksysteme zu kaufen. Die zahlen zwar vielleicht 0 Euro, aber die haben ja für das Fahrzeug bezahlt. Und das heißt, die haben für das, was drin eingebaut ist, bezahlt. Und das ist eine Nutzung eines Marktpotenzials, und man verzwingt damit Kunden, das System anzunehmen. Gott sei Dank kommen sie mit dem System, was Auftragsmanagement anbelangt, nicht weit, und deswegen sind wir hier, sonst hätten wir nämlich kein Geschäft. Wir haben so viele Punkte, die ich noch mit Ihnen besprechen möchte. Wo wir gerade bei der gemischten Flotte sind, habe ich gleich noch eine Frage an den Herrn Rechtsteiner, und da geht es um die gemischten Endgeräte. Es gibt eine Herstellerabhängigkeit Fahrzeug, was die Fahrzeuge betrifft. Es gibt aber auch manchmal eine Herstellerabhängigkeit, was die Endgeräte, wenn wir vorhin hatten Sie die Apps angesprochen, dass die für bestimmte Betriebssysteme, ja, das war, ich weiß, am Anfang, als das entwickelt wurde, war das iPhone so erfolgreich, da gab es die Apps für Telematiklösungen größtenteils wirklich nur für iOS. Heute hat sich das im Markt komplett geändert. Android hat einen viel höheren Marktanteil bekommen, auch wenn es vier unterschiedliche Geräte sind. Kann sich das heute noch jemand erlauben, wenn nur für iOS beispielsweise zu produzieren? Sicher nicht, um es gleich vorwegzunehmen. Was man bei der Frage noch dazu sagen muss, betrachten Sie die Transport- und Logistikbranche mal generell. Es gibt die großen Logistikorganisationen, namentlich Panalpina, Kühne-Nagel, DB Schenker, etliche Netzwerke etc. Und da hängen die ganzen Frachtführer dran mit 10, 20, 30, 40, 50, gerne auch mehr LKWs oder Fahrzeugen. Und wenn Sie jetzt solche Subunternehmerstrukturen
in einen digitalen Prozess importieren wollen bzw. abbilden wollen, dann müssen Sie zwangsläufig auf die heterogene Gerätewelt iOS, Android, Windows 10, nicht zu vernachlässigen, Rücksicht nehmen, damit Sie Ihre Subunternehmer, die vielleicht nur sporadisch für die Logistikorganisation unterwegs sind, quasi onboarden können in Ihre Organisation. Wir haben diesen gesamten Programmpunkt, habe ich in drei Einzelthemen aufgereicht. Das ist gemischte Flotte, gemischte Endgeräte, gemischte Telematik, weil überall beißt sich das so ein bisschen oder beziehungsweise hatte sich das in den letzten Jahren so gekennzeichnet, dass es immer unterschiedliche Einsatzbereiche gab und es hat sich teilweise so ein bisschen behindert gegenseitig. Bei der gemischten Flotte, die Herstellergebundenheit, die ist größtenteils verabschiedet. Bei den Endgeräten wissen mittlerweile auch die ganzen Telematikanbieter in der App nur für iOS, das macht keinen Sinn, wenn quasi jeder Android hat, beziehungsweise auch die Anschaffungskosten dafür viel geringer sind. Jetzt aber zur Telematik. Es gab ursprünglich auch viele Standardlösungen. Da gab es, ich habe eine Lösung XY, die kannst du haben oder nicht. Davon verabschieden wir uns mittlerweile auch immer. Es gibt eine Grundlösung und die kann erweitert werden. Diese Modularität von Telematiklösungen. Sehen Sie noch Anwendungsbereiche für diese Komplettpakete, also dieses System, nimm's oder nimm's nicht? Wenn das vielleicht, wenn man bedenkt, okay, der Preis ist vielleicht gering. Ja, also ich möchte sagen, diese sogenannten Standards, wie Sie sie nennen, die sind sicherlich sinnvoll, um den Kunden davon zu überzeugen, erstmal Luft zu schnappern in der Telematik, einfach mal zu schauen, ist das was für mich? Und bevor ich jetzt ein System einführe, wo ich wirklich die eierlegende Wollmilchsau habe, letztendlich aber nur 50-60% nutze von den Möglichkeiten, ist es meines Erachtens sinnvoll, schlank anzufangen und dann Learning by Doing, während ich die Telematik einsetze, sehe ich, hier habe ich noch Handlungsbedarf, hier habe ich noch Handlungsbedarf und kann die Anlagen dann dementsprechend nach oben aufstocken. Also ich finde als Einstieg eine schlanke Lösung immer noch sinnvoll und kann auch sagen, dass sie eigentlich sehr erfolgreich angenommen wird vom Markt. Okay, aber wenn wir zu den modularen Lösungen gehen, ne? Das, wenn man sagt, okay, ich hätte jetzt gerne noch Bestandteil XY dazu, das brauche ich jetzt. Führt das für den Hersteller von Telematik zu einem höheren Beratungsbedarf, dass man den Kunden halt, okay, man hat halt total viele Module für alle möglichen Einsatzbereiche. Ist das ein Faktor, wo man sich vielleicht als Hersteller auch sagt, wir packen das mal lieber alles zusammen, als dass wir jetzt jeden da so reinreden müssen, was er jetzt eigentlich braucht oder nicht? Da muss man differenzieren zwischen kleinen und großen Unternehmen. Bei einem kleinen Unternehmen, und wir haben gerade eine neue Kundengruppe entdeckt, das sind die ganzen unabhängigen Unternehmer. Das sind also ein Mann ein Fahrzeug oder ein Mann drei Fahrzeuge, mehr nicht. Die können sich keine komplexe Lösung leisten und bei denen ist eine App mit einer Weboberfläche vollkommen ausreichend. Und dann kommen die weiteren Module dazu bei größeren Unternehmen, die dann nach und nach einsteigen. Und es ist ganz schwierig, glaube ich, die Hürden wegzunehmen, einzusteigen. Früher war Telematik sehr teuer und man musste irgendeinen Marke kaufen. Und wenn man diese proprietäre Hardware gekauft hatte, dann war man gefangen bei einem bestimmten Hersteller und konnte nicht mehr wieder weg. Das ist jetzt mehr und mehr aufgelöst. Heute hat ja zum Beispiel TomTom ein Gerät, eine Hardware, die aber Android-basiert ist. Das heißt, da haben auch andere Hersteller die Möglichkeit, die Apps drauf zu spielen. Und so denke ich mal, löst sich das ein bisschen oder entspannt sich das Ganze ein bisschen. Herr Rechtsteiner, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das ist wichtig, wenn ich dem Kunden jetzt Module, die für bestimmte Module, die ich im Angebot habe, verkaufen möchte, ja, dem in sein Unternehmen reinbringen muss. Was ist da wichtig? Was ist das Wichtigste, um einen Kunden zu einer Erweiterung zu bewegen? Ein Wort, der Nutzen. Wenn Sie, Sie können, und wahrscheinlich konnte man noch nie ein Produkt verkaufen, ohne dass es einen bestimmten Nutzen geboten hat. Ja, ja. Da würde ich mal gucken. Wir bieten zum Beispiel eine komplett modulare Lösung an, die per Mausklick erweiterbar ist. Ob das Feature Set betrifft in der Webplattform oder ob das die Features und Funktionen auf Deutsch in den Apps oder den Systemen betrifft,
Das ganz Entscheidende ist, wenn sie zum Beispiel neue Funktionen und Möglichkeiten entwickelt haben, dass sie die ihrem Kunden wirklich darstellen, hey, wo ist da der Effekt, wo spart er Zeit intern in der Verwaltung oder in seinem Prozessablauf, und dann kriegen sie Zusatzfeatures relativ einfach verkauft oder an den Mann. Wenn Sie sagen, den Nutzen, dann ist, kann man das doch eigentlich so zusammenfassen, es ist wichtig als Telematikanbieter zu wissen, was ist mein Kunde? Was ist seine Branche? Was braucht er? Weil Sie hatten ursprünglich ja gesagt, es wurde bestimmt noch nichts verkauft, was der Kunde nicht braucht. Ich glaube, das stimmt so nicht ganz. Wenn wir auf unsere Leser hören, dann haben die halt Lösungen teilweise noch, wo die mit den Funktionen erdrückt werden. Wo die Funktionen, Bestandteile integriert sind, die einfach überhaupt gar keinen Sinn ergeben für die Anbieter. Das heißt, ich würde... Da gebe ich Ihnen sicher recht. Ja. Wenn Sie... salopp gesagt, ein Fiat 500 brauchen, um zum Bäcker zu fahren, dann ist natürlich ein S500 etwas übertrieben. Ja. Das stimmt. Aber wir sind ja im Prinzip auch Kundenberater. Ja? Und normalerweise sehe ich es so, bei uns im Unternehmen ist es so, die Berater kennen die Kunden, die kennen das Umfeld, in dem Kunden arbeiten und sind sicherlich in der Lage einzuschätzen, welche Module kommen für diesen Kunden in Frage und welche nicht. Mhm. Okay. Dazu heute die Telematik hat sich in den letzten Jahren dazu entwickelt, dass sie branchenspezifisch wird, dass die Anwendungen immer tiefer in die einzelne Branche reingehen. Ja. Ja, ein GPS-Punkt oder eine Koordinate auf der Landkarte mit einer Krümelspur hinten dran oder wie immer das dargestellt ist, das interessiert heute niemanden mehr besonders, sondern es interessiert eine fertige Abrechnung. Wie lange war er da? Wie viel Zeit, wie viele Kilometer sind da hingelaufen? Mhm. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Flotte mit 400 Fahrzeugen, die pro Tag, eine technische Serviceflotte, die pro Tag 2.000 bis 2.500 Serviceaufträge abzuwickeln hat. Dann können, und Sie haben nur 6 oder 7 Disponenten, weil natürlich der Preiswettbewerb bei diesem Kunden entsprechend hoch ist, dann können Sie so ein Datenvolumen und die Fallkostenpauschalen zum Beispiel einmal hinfahren an Adresse A, DSL-Box oder TK-Anlage richten und dann wieder weg. Das können Sie gar nicht manuell mehr abfackeln. Wer soll die ganze Papierflut bewältigen? Sowas kann heute komplett super einfach über eine intelligente Telematiklösung abgebildet werden. Und dazu brauchen wir nicht unbedingt Systeme für 1.000 oder mehr Euro, sondern da sind Sie schon mit einer Box für 200 Euro und weniger sind Sie da schon wirklich gut aufgestellt. Das die Intelligenz passt, liegt dann im Portal. Das passt gerade hervorragend, dass Sie die Kosten angesprochen haben. Das ist nämlich eine Frage, die haben sich die Leser von Telematikmarkt auch immer wieder gestellt. Wann amortisiert sich so ein System? Wenn ich gehen wir mal von einem kleinen Fallbeispiel aus. Ich habe ein Fuhrparkunternehmen, reiner Transport, keine Kühltransport oder sowas. Ich möchte einfach nur ein Auftragsmanagement haben und halt wissen, wo meine Fahrzeuge sind, gehört ja mit dazu. Fahrstilanalyse etc. gar nicht mit drin. Das ist trotzdem nicht wenig Geld bei beispielsweise 30 Fahrzeugen. Wenn man sich dort entschließt, Telematik einzusetzen, wie sieht das bei Ihnen aus? Sie kennen ja Ihre Telematiksysteme und es gibt ja hundertprozentig auch bestimmte Erfahrungswerte, die Sie im Gespräch mit Kunden erwähnen. So und so lange dauert das in der Regel, dann hast du die Kosten wieder raus, wirst du sehen. Was können Sie da für Werte nennen, damit Leser mal wirklich genau wissen, okay, das ist nicht nur ein Gerücht, das geht wahrscheinlich sogar schneller, als man denkt, dann hat man die Kosten wieder drin. Herr Linden? Ja, also ich denke, ein realistischer Wert in dem Bereich ist 6 Monate. Wo der Return of Invest erreicht ist. Aber unter Umständen kann es auch am ersten Tag sein, weil in dem Moment, wo Sie telefonisch dem Fahrer sagen, fahren wir nach Frankfurt und Sie sind im guten Glauben, der fährt nach Frankfurt am Main, der ist aber unterwegs nach Frankfurt an der Oder. Mhm. Sie merken das erst dann, weil der Kunde verärgert anruft, 2 Stunden später, wo bleibt denn das Fahrzeug? Sie erreichen Ihren Mitarbeiter, rufen ihn an, er sagt, ich bin auf dem Weg nach Frankfurt an der Oder, Sie haben Theater mit dem Kunden, schicken ihn zurück und sagen, komm wieder nach Hause oder fahr jetzt nach Frankfurt am Main. Er fährt an Leipzig vorbei, das hat man in dem Moment aber auch nicht mehr auf dem Schirm. Und dann sagen sie, jetzt habe ich gerade eine Rücktour von Leipzig, die hätte er auch noch prima mitnehmen können, aber vorbeigefahren und sie schicken von Köln ein neues Auto hoch nach Leipzig. In dem Moment hätten sie an diesem ersten Tag natürlich schon mehr als 100% Return of Invest erreicht. Also es kommt immer darauf an. Also ich glaube, ein festgelegtes Zeitraum
kann man da schwer sagen. Aber in der Regel ist es so, maximal ein halbes Jahr sollten Sie die Investition wirklich wieder drin haben und in den grünen Bereich fahren. Sehen Sie das ähnlich, Herr Kircher? Ja, ich sehe es ähnlich. Ich denke mal, dass man muss das trennen. Es gibt zum einen mal die Telemetrie-Seite, die fahrzeugmäßige Seite. Da kann man 5-15% Kraftstoff sparen. Und da kann man sich sehr schnell ausrechnen, dass da bei Kosten von 100.000 Euro im Jahr für einen mittelgroßen LKW lohnt sich das System ab ersten Tag, wenn das wenn mit Fahrverbesserungssysteme kombiniert wird. Nehmen wir damit die Auftragsseite. Da, wie Herr Linden sagte, da ist es es ist schwierig, die Verbesserung zu messen, aber es ist ein No-Go, kein System zu haben. Und es wird ja auch von vielen Endkunden verlangt. Wenn man für Lidl fährt, muss man scannen. Wenn man für große Kooperationen arbeitet, wird in den Kooperationen, nehmen wir mal das TCL oder Cargoline, da wird verlangt, dass jeder Unternehmer scannt. Und dann ist es ein Must. Wie viel man durch das Scannen spart, das ist dann schwierig zu messen. Also die Meinung ist relativ eindeutig. Es dauert zwar unterschiedlich lange, es kommt darauf an, um den Umfang und was ich haben möchte, aber schlussendlich, wenn es ein gutes System ist, lohnt sich's. Absolut. Wir haben vor etwa 2,5-3 Jahren eine Umfrage in unserem Kundenkreis gemacht, bis wir etwa 1.000 Fahrzeuge in Summe voll hatten. Man hat sich gerechnet, rechnet sich es immer noch, etc. Und die Aussagen waren quer durch die Branchen, durch sämtliche Gewerke im Handwerk oder im Transportbereich. Nach 4 Wochen hat sich es bei uns gerechnet, nach 6 Wochen war bei uns schon der Effekt spürbar. Wenn es etwas länger dauerte, waren wir irgendwo bei 5-6 Monaten und es gab keinen Kunden, keinen professionellen Anwender, der jetzt ein Meister im Handwerk oder ein Geschäftsführer in einem Dienstleistungs- oder Serviceunternehmen, der gesagt hat, das Ding hat sich für uns nicht gerechnet. Okay. Es ist ja auch so, dass die Herr Disponenten, Linden, wenn sie einen Disponenten, der einmal mit Telematik gearbeitet hat, die Monitore wegnehmen würden, ja, der wird gar nicht mehr zur Arbeit kommen. Das ist immer das Phänomen mit neuer Technik. Wenn die grundsätzlich sinnvoll ist, dann hat man vielleicht anfangs gewisse Berührungsängste, aber sobald man sich mit eingearbeitet hat, die Vorteile erkannt hat, will man eigentlich nicht mehr ohne sein. Manchmal kann man es auch nicht. Sie hatten es vorhin bereits angesprochen, Mindestlohngesetz. Inwiefern macht das Mindestlohngesetz denn jetzt die Telematik eigentlich notwendig? Und ist das vielleicht eine Gelegenheit, den Fuhrpark komplett zu modernisieren mit Telematik, Herr Rechtsteiner? Ja, das Mindestlohngesetz, da muss man sagen, hat mal die Bundesregierung oder der Gesetzgeber uns wirklich in die Karten gespielt. Das ist eine wunderbare Sache, denn, wie vorhin schon mal erwähnt, die Handwerks- und Servicebetriebe müssen nachweisen können, wie viele Stunden hat der Mitarbeiter gearbeitet und müssen auf Knopfdruck mehr oder weniger in der Lage sein, das auch nachweisen zu können. Und in dem Zusammenhang macht es natürlich Sinn oder ist es sinnvoll, auch gleich über den gesamten Ablauf nachzudenken. Denken Sie zum Beispiel an einen Kälte-Klima-Handwerksbetrieb, ja, der ein Service-Level-Agreement mit einer Rewe, einer Edeka, einem Lidl etc. hat, Aldi noch zu erwähnen. Wir kriegen übrigens kein Geld von Lidl, Aldi oder sonst was. Noch nicht. Und er muss nachweisen, dass er innerhalb von 40 Minuten vor Ort war, wenn irgendwo eine Kühlzelle oder eine Kühltruhe oder ein Kühlhaus ausfällt, bevor die Ware auftaut. Ja, und da hilft die Telematik. Haben wir zum Beispiel Aussagen von Kälte-Klimameistern, die sagen, wissen Sie, mir geht es gar nicht um meine Mitarbeiter und Kontrolle, sondern meine Jungs, die sind hochmotiviert, die sind höchst motiviert, vor allem im Frühjahr, wenn die Blütenpollen fliegen und die ganzen Lüftungen wieder zugehen, dann flitzen die von Markt zu Markt und freitags sind die bei mir und überlegen, wo sie am Dienstag zwischen 1 und 4 waren. Es war jedenfalls ein Supermarkt. Aber welcher? Und schon haben sie irgendwo eine 80, 100, 120 Euro abrechnungsfähige Leistung nicht dokumentiert, weil der im Dauerfeuer war. Ja? Und allein da, wenn das jetzt bei einer Flotte mit 10 Fahrzeugen dreimal passiert pro Monat, haben sie schon 400 Euro verloren. Ja, und damit ist
sage ich mal, eine Telematik sehr schnell amortisiert. Und das Mindestlohngesetz ist ein wunderbares Argument, ein sachliches Argument, um zum Beispiel Telematik einzuführen, weil es ist nach wie vor der Fall, dass die Belegschaft immer denkt, sie würde jetzt ultra straff kontrolliert werden, geht auf Widerstand, aber es geht gar nicht um die einzelne Person, sondern es geht wirklich um die Prozessoptimierung, um die Erfüllung gesetzlicher Auflagen oder Auflagen von Auftraggebern. Denken Sie an Winterdienste, das Beispiel, auch gesetzliche Nachweispflichten. Da spielt der Mitarbeiter, der jetzt in dem Fahrzeug sitzt, eigentlich überhaupt keine Rolle, sondern es geht um die Dokumentation und Nachweis von Leistung. Herr Linden, jetzt hat Herr Rechtsteiner gerade gesagt, dass dieses Mindestlohngesetz den Anbietern sehr in die Karten gespielt hat. Das heißt, es gibt auch wahrscheinlich eine ziemliche Vertriebswelle aus der Telematik-Anbieterwelt an sämtliche Fuhrparkbesitzer oder Unternehmer. Wie beschreiben Sie aktuell die Konkurrenzsituation auf dem Markt? Wir können das nur messen anhand der Unternehmen, die wir auf telematikmarkt.de gelistet haben. Das sind, ohne das jetzt mal für den Fahrzeugtelematikbereich rauszutrennen, sind das allein im deutschsprachigen Raum über 1000 Unternehmen. Wenn man das runterbricht auf die Fahrzeugtelematik, ich habe es in der Pause kurz mal versucht, sind das irgendwas bei 700, 800 Unternehmen, die wirklich rein auf die Fahrzeugtelematik dran ist. Merken Sie das, dass so viele Anbieter die Kunden ansprechen oder wie wirkt das bei NAV-Konzept? Ich würde sagen, dass man das gar nicht so deutlich merkt, oder wir auf jeden Fall nicht. Also bei uns steht der Kunde im Fokus. Wir versuchen immer für den Kunden da zu sein und in dem Moment leben wir sehr stark auch von Empfehlungen. Ja. Und neue Wettbewerber oder Marktbegleiter haben es halt immer schwer, erstmal einen Kundenstamm aufzubauen. Mhm. Wenn man aber jetzt wie wir schon 15 Jahre in dem Markt tätig ist, hat man sich etabliert und ich glaube, dass man dann gar nicht so stark reagieren muss auf einen Neuen, der jetzt auf einmal in den Markt strömt und meint, er hätte da was ganz Tolles erfunden, was unter Umständen etablierte Telematikanbieter schon seit 8-9 Jahren als Standard im Programm drin haben. Meine eigentlich letzte Frage, Herr Kirchheiner, es gibt, auch wenn vielleicht NAV-Konzept das nicht ganz wirklich, noch nicht so ganz stark merkt, so ist es auf jeden Fall bei uns so, dass die Anzahl der Unternehmen, die überhaupt noch gar keine Telematiklösung drin haben, ist so gering. Letztendlich hat irgendwann irgendjemand mal Telematik drin gehabt. Es war vielleicht auch standardmäßig verbaut in irgendeinem Hersteller. Wie glauben Sie, kann sich ein Telematikanbieter in Zeiten dieses Überangebotes von der Konkurrenz abheben? Oder wie muss er sich abheben? Ja, da würde ich ein bisschen darauf eingehen, was Herr Linden früher gesagt hat, dass es für uns oft noch gar nicht so schlecht ist, wenn schon ein Telematiksystem vorhanden ist, weil dann hat der Kunde die ersten Erfahrungen schon gemacht und weiß besser, wo der Nutzen ist bei ihm und was seine speziellen Bedürfnisse sind. Und wir haben ja im Vorgespräch festgestellt, wir sind alle drei ein bisschen spezialisiert auf bestimmte Branchen und bestimmte Kunden, die dann den höheren Nutzen bei uns erleben, den sie nicht haben werden mit einem klassischen System von TomTom oder von Fleetboard. Dann sind wir schon durch. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, wir haben aber auch ein bisschen später angefangen. Ich hoffe, Sie hatten hier eine Menge Antworten bekommen. Vielleicht, wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die gerne jederzeit stellen. Ansonsten danke ich vielmals für Ihre Zeit. Ich danke vor allem für Ihre Zeit und Ihre Fachkompetenz, die Sie mit eingebracht haben und wünsche allen noch einen schönen Tag, der jetzt weitergeht um 15 Uhr mit einem Referat, wenn der Kühltransporter eine SMS schreibt von dem Herrn Daniel Tommen der Lost and Found AG. 15 Uhr seien Sie hier, das nächste Referat. Dankeschön.